Naitan cancelt Amaya Jolie. Und da können wir jetzt gleich ein bisschen diskutieren, weil vielleicht betrachten wir einige Sachen etwas anders. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil es eine Ansichtssache ist an der Stelle. Ich finde aber das Verhalten gegenüber der Person im Livestream nicht in Ordnung. Also ich persönlich hätte das nicht so gemacht. Hören wir jetzt mal rein. Hugo erzählt, was Naitan und Amaya Jolie im Internet so getrieben haben. Amaya, Jolie und Naitan haben gerade den wohl lächerlichsten Beef, den man sich vorstellen kann. Und wir haben schon lächerliche Beefs erlebt. Der zu diesem heftigen Gefühlsausbruch von Amaya im Stream führte. Ich bin so enttäuscht von der linken Twitch-Szene. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Das ist ein Wichser. Man kann ich nicht verstehen. Wenn man diese Twitch-Szene kennt, dann weiß man, was man von denen zu erwarten hat, ne? Mittlerweile hat sie deswegen sogar ihr Profilbild gelöscht und alle VODs offline genommen. Was da in der Woke-Bubble schon wieder vor sich geht, schauen wir uns heute an. So, hi Schnurrbri. Also das scheint Amaya ja sehr mitgenommen zu haben, wenn dann alle Videos gelöscht werden. Und ich finde, das ist sehr unsensibel von Naitan einfach. Also extrem unsensibel. Jetzt mal ganz ehrlich. Das Ganze fing damit an, dass Amaya vor kurzem einen Sabaton gestartet hat, also einen Stream, der sich mit Geldspenden immer weiter verlängern lässt. Mit der Ankündigung, dass sie das dadurch eingenommene Geld für eine Operation braucht. Ihr müsst nämlich wissen, Amaya ist eine Transperson und die Operation soll dafür sorgen, dass ihre Stimme weiblicher klingt. Sie bezeichnete diese Operation als lebensnotwendig. Daraufhin. So. Da lachst du dich vielleicht kaputt, Schnurrbri, aber für eine Person, die eine Transition durchmacht, ist eventuell die eigene Stimme schrecklich zu ertragen. Du weißt nicht, was diese Person psychisch zu erleiden hat. Und wenn sie einen psychologischen Druck hat, ein psychologisches Leid erfährt und das quält sie, dann ist das tatsächlich lebensverändernd, dass da eine Operation stattfindet. Vielleicht ist es ein Martyrium, was so schlimm ist, dass es nicht mehr möglich ist, sich vorzustellen, damit weiterzuleben. Das kann sein. Das kannst du nicht einfach jemandem absprechen. Und das müsste eigentlich Naitan auch in dem Fall wissen, dass das tatsächlich überlebenswichtig ist für jemand, für den das eine mentale Folter ist. Und das erlebt jeder Mensch anders. Wenn ein Mensch sagt, dass das für ihn mentale Folter ist und eine Operation für ihn überlebenswichtig wäre, dann kannst du das nicht einfach negieren und sagen, das darfst du jetzt aber nicht sagen. Mir gefällt das nicht. Hallo, Daniel N. 140. Guten Abend. Finn schrieb. Hat er sich nicht auch Monte gegenüber im Ton vergriffen? Ich meine schon, ne? Da war was. Dann hätte sie es lebensverändert nennen sollen. Das ist aber, das haben wir nicht zu entscheiden, Schnupperbrie. Das ist nicht unsere Sache. Wir haben nicht zu entscheiden, ob das nur lebensverändernd oder lebensnotwendig ist. Für sie kann das eventuell lebensnotwendig sein. Du kannst ja auch einer Transperson nicht sagen, nee, aber musst du die Haare lang tragen? Das ist ja jetzt nicht wichtig. Und musst du wirklich deinen Passeintrag ändern? Das ist doch jetzt nicht lebenswichtig. Oder musst du dir was abschneiden lassen? Das ist doch nicht lebenswichtig. Wo fangen wir denn da an? Du lachst drüber, wie das endet. Ey, die Sache ist aber, ich will das diesen Personen nicht absprechen. Und ich finde das von Neitern unsensibel, so vorzugehen. Naitan Amaya auf Discord, dass eine solche Ankündigung, dass man eine lebensrettende OP braucht, dafür sorgen könnte, dass man Zuschauer emotional unter Druck setzt und diese mehr Geld spenden, als sie eigentlich können. Und so leid. So, da geht das um das Menschen unter Druck setzen. Da hat er ja jetzt aber auch kein. Genau, dazu kommen wir noch. Krebskind-Vergleich war drüber. Das ist natürlich drüber. Das ist komplett falsch. Total fehl am Platz. Ja, ich habe einen Discord-Server, natürlich. Findest du irgendwo in den Panels? Nee, der Krebskind-Vergleich ist drüber. So, aber jetzt alleine, wenn die Person einen Leidensdruck hat und sagt dann, spendet, und das ist für mich lebensnotwendig, dann brauche ich der Person nicht direkt zu unterstellen, ja, jetzt spenden die aber Geld, du. Jetzt spenden die aber Geld. Komm. Dann spenden die vielleicht mehr, als die können. Das weißt du nicht. Das Naitan nimmt das einfach auch nur an. Naitan weiß das nicht. Hat Naitan irgendwen gefragt? Woher weißt du Goofy das denn? Hast du denn irgendwen mal gefragt, Naitan? Ne? Hat er doch gar nicht. Es mir tut, aber ich muss Naitan hier zustimmen. Ein derartiges Dilemma aufzumachen, entweder ich bekomme das Geld für die OP oder ich muss sterben,
ist den Zuschauern gegenüber einfach nicht wirklich fair. Ich finde aber, so wurde das ja nicht gesagt. Entweder, sie hat nicht gesagt, entweder gib mir jetzt das Geld oder ich sterbe jetzt hier. Hat sie so ja nicht gesagt. Aber Amaya reagierte folgendermaßen, als sie die Nachricht auf Discord im Stream las. Hab ich deine Erlaubnis darüber, das öffentlich auszusprechen, was ich gerade denke? Brauchst du meine Erlaubnis nicht für? Naja, ich finde das schon nett. Ich meine, du hast mir das privat geschrieben, aber... Amaya meinte daraufhin, dass sie doch betont hätte, dass nur Zuschauer spenden sollen, die genug Geld haben. Genau. Und wenn man über eine Privatnachricht redet, muss man natürlich vorher um Erlaubnis fragen. Was halt bei der Ankündigung, dass man eine lebensnotwendige Operation braucht, wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel hilft. Naitan entgegnete daraufhin, ja, aber das ist ein dermaßen krass emotionalisierendes Thema, dass Leute dennoch spenden. Das musst du doch wissen. Aber lebensnotwendig zu sagen, heißt nicht, ich sterbe jetzt, den zeitlichen Rahmen festzulegen. Hugo hat gerade einen zeitlichen Rahmen genannt. So, also einen direkteren zeitlichen Rahmen hat er suggeriert. Da können wir jetzt sehr aufs Wording gehen. Wenn wir jetzt schon anfangen mit, du hast jetzt aber das und das Wort benutzt und das könnte Menschen manipulieren, dann können wir jetzt aber auch wirklich Haarspalterei betreiben und hier auf jedes Wort gehen. Das finde ich ein bisschen drüber. Ich finde, das muss nicht sein, dass du einer Person, die das macht, während sie das macht, live schreibst und sagst, du, ich finde das schlecht, dass du das gerade machst. Ey, dann mach das hinterher. Wenn die Sache gegessen ist, sagst du, bist du sicher, dass die Leute nicht zu viel gespendet haben, weil du das und das gesagt hast? Naitan analysiert doch immer das Wording. Ja, klar. Und Amaya reagierte folgendermaßen darauf im Stream, was die Situation nicht wirklich verbesserte. Das ist ein dermaßen krasses emotionales Thema. Naitan, weißt du was? Stimmt, das ist ein emotionales Thema. Dann mache ich das einfach nicht. So, Kinder. Dankeschön, dankeschön. Werdet ihr groß und stark. So. Vor ein paar Wochen hat Naitan noch gesagt, dass wenn man sagt, dass Asperger eine Krankheit ist, dann ist das eine schlimmere Beleidigung, als wenn er Haarsohn sagt. Er hat gesagt, wenn man sagt, Asperger sei eine Krankheit, ne, dann sei das eine ganz schlimme Beleidigung. So. Dieser Mann, der so empfindlich darauf reagiert, dass man sein Asperger falsch einordnet, schreibt einer Transperson live während dem Stream und sagt, ich finde nicht gut, dass du jetzt so öffentlich versuchst, Geld zu bekommen. Und sagst, dass dich das halt quasi krass in deinem Leben einschränkt, dass deine Stimme nicht deiner inneren Sichtweise entspricht. Ich finde das von so jemandem, der selber so empfindlich ist, extrem krass, dass der einfach so während dem Livestream einer anderen Person einfach so krass vors Schienbein tritt. In dem Falle. Und leb einfach mein Leben genauso wie bisher. Wenn also ein krebskrankes Kind GoFundMe hat, weil die Eltern sagen, ey, mein Kind stirbt, dann dürfen die das nicht machen, weil das ist ein zu emotionales Thema. Nee, das ist eine ganz andere Sache, weil das Kind ja tatsächlich auch selber nichts damit, es kann ja nichts dafür. Wenn ein Kind Krebs hat, dann wird das Kind gerade von einer Krankheit zerfressen und die Eltern sind verzweifelt und das Kind wird denen zerstört. Das ist was anderes als, ich kann meine Stimme nicht ertragen und brauche psychologische Hilfe und eine Operation. Das ist ja was anderes als, dieses Kind wird gerade bei lebendigem Leibe zerfressen. Bitte, helft uns. Das ist eine ganz andere Schiene. Selbstverständlich, das war absolut fehl am Platz, das jetzt so aufzumachen. Also absolut krass. Also ich möchte ihr ja gar nicht absprechen, dass ihr diese Operation wichtig ist. Aber das jetzt mit krebskranken Kindern zu vergleichen oder sogar gleichzusetzen, halte ich doch wirklich für gewagt. Und das alles wegen einer einzigen Privatnachricht, die sie auch einfach hätte ignorieren können. Später beendete sie ihren Sabaton noch vorzeitig mit 57 übrigen Stunden, was grob umgerechnet ungefähr 1140 Euro entspricht. Aber sie kann natürlich diese Zeit nicht mehr absetzen, wenn sie so fertig ist davon, dass Naitan ihr so öffentlich in den Rücken gefallen ist. Kann ich vollkommen verstehen. Du kannst nicht erwarten, dass sie jetzt nach der psychischen Belastung öffnet. Sie hat ja auch quasi
sich angreifbar gemacht, sich verletzlich gemacht. Sie hat gesagt, was sie an sich selber stört und dass sie mit ihrer Stimme nicht klarkommt und dass sie die gerne verändert hätte. Und das macht einen sehr empfindlich und sehr angreifbar. Und wenn jemand kommt und tritt dir dann in die Wunde, und ich finde, das war sehr unsensibel hier von Neidhan einfach, dass sie da nicht weitermachen kann, kann ich voll und ganz verstehen. Mega unsensibel. Wahrscheinlich hat sie danach einen Herr-der-Ringe-Abend gemacht. Später hat Amaya dann noch auf ihrem Twitch-Kanal ihr Profilbild und alle VODs gelöscht und sich auf Twitter folgendermaßen zu der Situation geäußert. Wenn der Druck auf deinen Ohren erst weniger wird, wenn du einfach höher wärst, ist die Seele aus Blei ein Anker für ein Schiff, das niemals schwamm. Danke für alles. Daraufhin haben sich anscheinend einige ihrer Fans Sorgen gemacht. Und sie schrieb weiterhin: Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich gehe erst, wenn die Welt links und vegan ist. Nur bitte glaubt Menschen, wenn sie euch um Hilfe bitten. Und bedauert sie nicht erst im Nachhinein. Ihr schafft das gemeinsam. Wir sehen uns. Ach, und Nemesis und Co. Fickt euch, ihr lächerlich. Das ist das Beste. Bis jetzt habe ich ja noch versucht zu verteidigen von Neidhan. Aber jetzt kommt ihr natürlich, ach, und Nemesis und Co. Fick euch, ihr lächerlichen Bastarde, bis zu dem Tag, an dem ihr versteht, dass Vogue 1:1 mit Empathie zu übersetzen ist, seid ihr moralisch zum Scheitern verdammt und kämpft auf der falschen Seite der Geschichte. Ich fühle einfach die Empathie und die Zuvorkommenheit dieser ganzen woken Leute. Ich spüre sie quasi von Neidhan Amaya gegenüber. Ich spüre sie, wie Amaya diese Empathie nach außen strahlt, einfach jedem gegenüber. Das ist absolut nicht doppelmoralisch irgendwie. Ja, das wird bestimmt alles sehr emotional geschrieben, aber was hat denn hier Nemesis damit zu tun? Ne? Das ist, da wurde ihr gerade von Leuten aus ihrer eigenen Bubble, wurde ihr in den Rücken getreten und plötzlich kommt dann so ein, und ihr alle anderen scheiß Leute, ihr seid alle gemein und sind alle Kacke. Fickt euch. Ja. Warum? Was haben die dir getan? Was? Ach, meine Güte. Hat sie verdient. Lächerlichen Bastarde. Bis zu dem Tag, an dem ihr versteht, dass Vogue 1:1 mit Empathie zu übersetzen ist, seid ihr moralisch zum Scheitern verurteilt und kämpft auf der falschen Seite der Geschichte. Was soll man dazu sagen? Es wurde aus dem Nichts ein Riesenproblem gemacht. Ja, es kann sein, dass Amaya aufgrund ihres langen Streams psychisch bereits ein wenig fertig war. Aber jetzt noch im Nachhinein die ganz dramatischen Tweets. Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Aber bitte bleibt respektvoll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Mindestens so respektvoll und empathievoll wie alle Woken, über die hier geredet wurde. Das ist meine Güte. Da verhält man sich selber die ganze Zeit so, man ist die ganze Zeit unsensibel anderen gegenüber und sagt dann, ja, aber ich stehe auf der richtigen Seite. Ich bin richtig. Ach Mann. Hi Black Virus.